Und ich hab's schon wieder getan. Das da. Wobei, warte mal. Sie liefern sie da an, sie packen sie da rein. Und liefern sie da wieder hin. Ja, nee, die fliegen das jetzt auch wieder hin und her, oder? Sieht irgendwie nicht so aus. Also eigentlich müsste hier genau derselbe Logikfehler aufgetreten sein, der bei der großen Kiste da aufgetreten ist, bei dir da. Also als sie noch eine rote Kiste war, dass es immer hin und her gebracht wurde. Genau das müsste hier auch passieren. Sie müsste eigentlich von oben das Zeug anliefern, hier unten reinlegen und dann von da aus wieder nach da legen. Tun sie auch, ja. Mist. Aber es hilft trotzdem dabei, dass sie nicht zwischendurch Strom verlieren, oder? Weil sie hier aufladen können. Also ich glaube, es hilft trotzdem ein bisschen. Es hilft nicht so stark, wie ich gedacht hätte, aber es sollte trotzdem ein bisschen helfen. Ich glaube, ich lasse das erstmal so. Ja. Das ist echt doof mit dieser Auflage, die ich mir selbst gemacht habe, dass ich eigentlich alles mit Robotern lösen wollte. Weil die ideale Lösung wurde schon mehrfach gepostet. Nämlich, dass ich einfach das so mache, dass hinter den Schmelzöfen Fließbänder sind und die Fließbänder bringen das dann alle zu einer großen Kiste. Das wäre eine Lösung. Oder auch bei dem anderen Ding, da einfach mehr mit Fließbändern arbeiten. Aber das wollte ich ja nicht. Muss ich mal gucken, wie ich das jetzt umgehe. Akkus sind fertig. Höhere Akkus will ich nicht unbedingt haben, ne? Ne, die kosten blaue Chips und teures Zeug und nö. Alles okay. Also haben wir jetzt die Akkus. So, welcher war jetzt der richtige Akku? Du hast einen hohen Maximum Output. Du hast einen hohen Maximum Input. Dann will ich die hier haben, ne? Mit einem hohen Maximum Output. Damit, falls wir angegriffen werden, wir immer genug Strom ganz schnell rausballern können. Das Aufladen dauert eine Weile, aber ist halt so. Also ja, die blauen hätte ich dann ganz gerne. Und was erforschen wir jetzt Schönes? Ich weiß, ich hatte einen Plan gehabt, was ich erforschen wollte. Dafür brauchten wir erst die Alien-Artefakte, dafür muss ich erst die Basis zerstören. Kisten, die Lila-Chips brauchen und 1000! Du mich auch. Die wollte ich auch nicht. Bessere Steam-Engines klingt gut. Ja, 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 mach mal. So. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen, diese Folgen? Ich wollte Munition herstellen, das Ding da oben zerstören und eine Bahnstrecke vorbereiten. Das heißt, du brauchst mehr davon. So. Hatte ich nicht noch mehr Polished Emeralds schon irgendwo gehabt? Ich fordere mal ganz kurz welche an, einfach nur um zu gucken, ob die irgendwo gelagert sind. Davon welche und den Rest haben wir auf keinen Fall. Ja, ist okay. So. Dann wollte ich auch noch die neuen Akkus herstellen, hier drüben. Und zwar die Maximum Output 1 MW, die blauen. Und wir brauchen echt viel Zeug. Good Frame. Ich glaube, den Good Frame stellen wir noch gar nicht her. Okay, rot. Batterie, Akku, weak. Rot, Batterie, Akku, weak. Rot, Rot, Batterie, Akku, weak. Und dieser komische Good Frame. Auch wenn wir ihn noch nicht herstellen, kann ich ihn trotzdem schon mal reinpacken. Ich will keine 200 davon, ich will nur 20. Hiervon auch ein paar weniger, damit nicht alles so auf Vorrat gebunkert wird. So sollte okay sein. Und dich bitte beschränken auf einen. So, Good Frame. Das hier ist ein normaler Frame, ne? Ja, Frame. Warum arbeitest du nicht? Weil du keine grünen Chips hast, weil wir gar keine grünen Chips haben. Da ist wieder irgendwo ein Problem. Guck ich mir. Wir haben auch keine roten Chips mehr. ETF. Hatten wir nicht letzte Folge noch 1000 noch was Stück davon? Ja, gucke ich mir gleich an. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal den Good Frame irgendwo hinbappen. Warte mal, ich schmeiß dich mal dahin. So.
Dann müsste ich jetzt irgendwo eine gelbe Fabrik haben. Da. So, du stellst bitte her ein Good Frame. Ein Good Frame braucht ein Frame, Stahl und rote Chips. Das klingt okay. Und ich habe keine blauen Kisten. Warte mal. Gib mir... Ich habe die Kistenbaumaschine immer noch nicht gebaut, ne? Boah, schon 3 oder 4 Mal habe ich das vorgehabt. Naja, kommt weiterhin auf die To-Do-Liste. Bau bitte 5 Stück davon. So, achso, dich beschränken wir schon mal auf ein Stack. Können wir schon mal die Ärmchen dahin machen, Ärmchen dahin. So, du brauchtest Stahl. Dinge. Rote Dinge? Ich glaube rote Dinge. Und die normalen Frame. Da. So. Richtig? Stahl, rote Dinge, Frame und Stromsparzeug. Gut. Das heißt, jetzt müssten theoretisch 50 von den guten Akkus gebaut werden, wenn ich nur lange genug warte. Du kriegst auch die da. Ja. So, das wäre okay. Ich habe keine... Oh doch, ich habe 5 Polished Emeralds bekommen. Ah, das ist sehr gut. Kriegen wir hier oben noch mehr raus? Achso, das sind die, die hier rausgekommen sind. Yeah. Ja. Gut. Also einen kriegen wir jetzt noch, dann haben wir insgesamt 6 Stück. Jetzt darf ich nur wieder diese ganze Kette machen, oder? Highly Advanced Laser Shotgun Combat Battery Ding. 3 Stück und dann haben wir kein Ardite mehr. Da. Gib her. Oh, und das ganze Gold soll ich auch mal wegsortieren. Wo ist die Sonderschmelze? Ach, hier hinten. Es wird langsam ein wenig unübersichtlich mit den ganzen Schmelzöfen hier. Da. Das bitte rein. Gott, also Gold kommt. Ardite fehlt. Wie sieht's aus mit Mining Drills? Den 4er hätte ich da. Den 5er will ich schon seit einer ganzen Weile bauen, aber es fehlte Blei und Holz und Stein. Okay. Blei und Holz und Stein. Stein kann ich mir noch jederzeit hier unten holen. Wie jetzt? 576 Stein? Ich glaube, ich brauche erstmal die Zwischenteile wieder. Smart Item Exits und Indestructible Rotor. Indestructible Rotor braucht 9 Steel Blades. So, und die brauchen irgendwelches Zeug, so. Und kein Stein wurde verbraucht. Achso, die brauchen richtige Steine, nicht geschmolzene Steine. Da. So. Ja, Steine fehlen schon mal nicht mehr. Okay, dann fehlt nur noch Holz. Holz kriegen wir hier aus der Kiste. Fehlen echt noch die normalen Steine und Blei. Sehr komisch. Aber ja, Blei brauchen wir, Adel brauchen wir, brauchen eigentlich alles an Ressourcen, was wir finden können. Und der 4er-Drill ist eigentlich schon eine gute Sache. Ja, wir haben hier echt viel zu tun, die Jungs. Hier, Ardite. Gib mir den 4er-Drill, pop ihn irgendwo hier hin, tu da eine Kiste hin und go, go. Sehr schön. Ich glaube, das Kobalt wird nicht... Quatsch, wie heißt das Zeug? Das Obsidian. Das Obsidian wird, glaube ich, nicht abgeholt von den Robotern. Aber Ardite müsste geschnappt werden und dann in die Spezialschmelze geworfen. Das heißt, die hier kriegen wir schon mal. Das ist gut. So, das kleine Fitzel-Ding kann da liegen bleiben. Ja, schaut auch sehr gut aus hier. Haben auch alle Module bekommen. Jupp, 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 jupp. Schön, schön. Und da wir hier gerade Robo-Abdeckung haben, machen wir den Wald weg, bitte. Und den einzelnen Turm da. Und das hier, soweit du kannst, damit nichts im Weg steht. Gott. Also, das Feld sollte weg, das Feld sollte weg. Dann sollte da hinten der eigentliche Bahnhof-Außenposten hin. Und hier hätten wir Kobalt. Kobalt brauchten wir direkt für die tolle Munition, ne? Genau. Das heißt, hier sollte das Ding als nächstes hin. Wie viel Arbeit baust du ab? 2900. Es dauert ein bisschen, hä?
Ja, ich glaube, Arbeit war ein bisschen schwieriger abzubauen. Von der Geschwindigkeit her. Ich brauche mehr Mining Drills. Brauchen wir einen Dreier-Drill. Und Blei. Hatten wir in der Blei-Richtung noch irgendwo Drills aufgestellt? Hier wäre Gold. Du kannst weg. Nee, für Blei hatten wir nichts. Lead, da hinten. Das sind 200 Stück nur. Das können wir ganz schnell machen. Gib mir mal die Dinger da. Eins. Na komm. Da. Dick nebenan. Oh, hallo. Oh, was wie? Hä? Ich glaube, das war ein Scout. Schöner Zufall. Hätte ich ihn nicht getötet, hätte er wahrscheinlich irgendwo hier eine Basis gebaut. Was wollte ich genau? Ich wollte dich da draufsetzen, Kiste dahin stellen, Speed-Module rein und ganz schnell das. Was? Ach so, Silber baust du jetzt auch noch ab. Brauchen wir Silber für irgendwas? Also es ist immer schön, Silber zu haben. Es ist fast so toll wie Gold, aber ich glaube, wir brauchen es nicht wirklich. Naja, mach mal. Ist okay. Ich guck derweil, was wir hier noch so Schönes abholen können. Mal Karte. Das da brauche ich. So ein komisches mattes Blau. Das hier ist alles Kobalt. Das sieht nicht aus wie das Ding, was gerade verschwunden ist. Das Ding sieht eher aus wie Silber, hm? Gucken wir mal. Da unten ist auf jeden Fall schon mal Tungsten. Ach so, das Ding hat mich, glaube ich, auch schon zweimal irritiert. Das ist ein Eisenfeld. Ja, das muss weg. Ich mache jetzt nicht von Hand, aber das muss weg. Das irritiert mich sonst noch 10-mal. Hier hätten wir Tin, das können wir auch schön mitnehmen. Ich brauche definitiv den 5er oder 6er Drill hier. Das wird so rucki-zucki gehen damit. Aber du bist auch okay. Oh, Angriff innerhalb. Oh. Okay. Ich wollte gerade sagen, Angriff innerhalb dieses doch recht prekären Bereichs gerade. Wo läufst du hin? Wo läufst du? Oh. Hallo, Forschungsding. Ist gerade ein wenig unpassend. Baudinge. Ach, diese Schulterschießdinger. Genug Platz hätten wir jetzt dafür. War nicht so wirklich wichtig. Mach mal lieber die besseren Boiler. Oh, oder bessere Kapazitoren, damit wir so abgefahreneres Zeug machen können. Also das da wollte ich ja nicht unbedingt, aber die hier könnten interessant sein. Und das kostet nur Rot und Grün. Ja, mach mal. Und er lief nach oben. Was gut ist. Das heißt, die Viecher wollen nicht meinen schönen Außenposten hier zerlegen mit den teuren Drills und den zigtausend Robotern, die die ganze Zeit rumgucken, sondern sie wollen direkt auf unsere Türme zu laufen. Und das ist eigentlich ganz gut so. Halt. Licht hatte ich hier unten. Das war nur eine komische Holzkiste. Ja, lassen wir einfach alles genauso, wie es ist. Schnappen wir uns jetzt den Drill hier. Vor allem schnappen wir uns dann das Blei. Und damit bauen wir den besseren Drill. Bist du fertig? Schaut fertig aus. Zack, 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 zack. Wobei, dich können wir eigentlich schon fast hier stehen lassen. So ein kleiner Strom-Außenarm schadet nicht. Nur 6 Zappenduster. Ab nach Hause. So. Was? So. Gut, also Ressourcen abwerfen, also Blei, Gold und Silber, wobei ich dafür sorgen sollte, dass Blei zuerst eingeschmolzen wird, sonst muss ich wieder stundenlang warten. Da, Blei, so. Rest hier rein. Und da jetzt schon ein Stick. Oh, Ärmchen. Oh, doofes Ärmchen. So.
Was? Ich wollte gerade sagen, da jetzt ein Stack Blei schon drin ist, sollte das Ärmchen doch hoffentlich klug genug sein, um das Blei zu nehmen und den Stack hier aufzufüllen. Und nicht eine halbe Stunde mit dem Gold zu warten, bis der Stack frei wird. Aber anscheinend habe ich mich geirrt und das Ärmchen ist doof. Und wir werden schon wieder unten angegriffen.